Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich. Den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Der Lohn für den Mord an Kindern. Mehr waren ihre Leben nicht wert. Namen. Und ein Symbol. Masako kennt sie vielleicht. Ihr etwas gefunden. Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Ganz ruhig. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus. Die Straße runter. Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn. Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger. Ich helfe Ihnen. Bleibt hier.
Höher! Mongolen. Samurai! Keine Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Wäsche. Noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Leichen wurden geschleppt, ins Wasser geworfen. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan? Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Susanoo, beschütze mich! Wer hat diese Menschen getötet? Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht.
Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelsschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Der Mörder möchte Shigenoris Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Da weint jemand. Wo? Mein Herr, so viele! Niedergestochen! Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Hufspuren. Yasuhira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Da vorne, sie errichten eine Straßensperre. Mongolen, versteckt euch. Wer will kämpfen? Tata Erukter Chanshi Korui Asse! Oh.
Yasuhira Koga nirgends sehen. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Was hat Yasuhira getrieben? Ein Duellring. Er sucht danach. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Weiße Blätter, wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Ich muss weißblättrige Bäume finden. Ich will dir gegen nichts tauschen. Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin?
Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch, er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel und zu den dortigen Omamori-Talismanen. Los jetzt, Kage! Yasuhira muss hier Blätter gesammelt haben. Seid ihr frei? So viele tapfere Samurai starben in Komoda. Wieso lebt ihr noch, mein Herr? Ihnen geht man nicht, mein Herr. Sie kontrollieren jede Straße in diesem Gebiet. Haben sie euch so erwischt? Ja. Ich ging auf dem Weg. Und sie lagerten in der Nähe. Und warteten auf Reisende. Versteckt euch in der Wildnis, bis ich die Straßen geräumt habe. Von Lanizek, Sate! Dodge!
Hilfe! War ein Mann namens Yasuhira bei den Mongolen. Er wollte den Himmelsschlag von meinem Großvater erlernen und nahm ihn mit sich fort. Euer Großvater ist in Gefahr. Wo sind Sie hin? Zu seinem alten Übungsplatz. Ein Duellring an der Komatsu-Küste. Bitte, rettet ihn. Yasuhira darf den Himmelsschlag nicht erlernen.